Schweinebauch kalt räuchern ist eine ganz leckere Sache. Ja, ich finde sogar, der ist fast besser wie Schinken. Ja, ja, der kommt auf jeden Fall an Schinken ran. Und ich habe hier zwei wunderschöne Stücke mit je circa 1 Kilo Schweinebauch. Ja, schaut mal, schön durchwachsen. Gar nicht so fettig. Sieht richtig gut aus. Und die werden jetzt gewürzt und gepökelt. Anschließend vakuumiert. Legen wir los. Hallo bei Holgers Grillen. Ich hab noch keinen Grund. Bitte versteh mein Verhalten. Als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegen widerstehe. Bitte versteh mein Verhalten. Als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegen widerstehe. Wenn ihr schon dabei seid. Als allererstes brauche ich natürlich meine Mischung. Und da nehme ich immer pro Kilogramm 32 Gramm Bögelsalz. Das hat mir mal am Metzgermeister erklärt, dass das so perfekt ist. 32 Gramm Bögelsalz pro Kilogramm Fleisch. Und zu den 32 Gramm Bögelsalz füge ich noch einen Esslöffel von meinem super Gewürz. Das ist wirklich genial. Das verlinke ich euch natürlich wieder mit unten drunter, ist doch klar. So, das vermischen wir jetzt und dann wird der erste Schweinebauch schon eingerobbt. Ja, geräucherter Bacon, das ist schon was Feins, gell? Bei der Fleischseite, da nimmt man ein wenig mehr zum Rappen. Und hier auf der Rückseite, da braucht man gar nicht so viel. Tut man ein wenig so drüber und dann massiert man das an den Ei. Hauptsache ist dann zusammen alles im Beutel, dann passt es schon. Okay? Überall von allen Seiten richtig schön würzen und bögeln. Das schaut dann richtig gut aus und es hält auch, okay? Das bleibt kleben. Also keine Sorge. Ja, und das mache ich jetzt mit dem zweiten Stück auch. Wenn man das dann fleißig gemacht hat, dann schiebe ich die zwei da rein und muss sie schön sauber vakuumieren. Den Rand habe ich vorher umgeklappt vom Beutel. Und für ca. 4 Wochen wandern die jetzt in einen Kühlschrank bei mir und die werde ich dann täglich wenden, also zumindest spätestens alle 2 Tage einmal wenden und das ja so 4 Wochen lang. Ich finde immer mit dem Vakuumieren, das ist eine ganz saubere Geschichte. Ja. Einzeln natürlich, wenn man es verpackt, ist natürlich sicherer. Ich nehme jetzt hier 2, wunderbar und ja. Wenn es dann soweit ist, dann wasche ich die ab, hänge die auf zum Vorbrennen und dann wandern sie zum Räuchern. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, hier im Keller in meinem Bierkühlschrank, da ist natürlich schon der bereits geräucherte Schinken, den ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Und das hier ist der Schweinebauch, der Bacon, den ich für 4 Wochen vakuumiert habe und habe nachher meinen Kühlschrank. Der kommt jetzt raus, wird abgewaschen und dann hänge ich ihn auf zum Vorbrennen. Ja, da hängt er nun für die nächsten 2 Tage zum Vorbrennen. Ja, schaut es euch noch einmal an und dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder an meinen Räuchergrill. Und da geht es dann los. 4-mal räuchern. 4 mal A12 Stunden. Jawohl, aber das erkläre ich euch dann alles ganz genau. Ja, es hat geschneit. Schön ist, gell, im Schnee. Hervorragend. Könnte von mir aus ruhig noch ein bisschen mehr sein. Aber na gut, was soll's. Jetzt füllen wir die Räucherschnecke. Das ist der Sparbrand, die Räucherschnecke. Die wird jetzt aufgefüllt und dann klimmt die 12 Stunden circa. Da ich fülle das jetzt mit Buchenholzspäne auf und dann hole ich das Fleisch dazu.
Da glüht er jetzt, der Sparbrand, die Räucherschnecken vorne. Schön zärtlich steigt der Rauch nach oben. Und da hängen wir jetzt den Peken, den Schweinebauch, hinein. Circa 12 Stunden, wie schon erwähnt. Klimmt, glüht, dampft bei mir der Sparbrand, die Räucherschneck. Und da innen rein kommt jetzt der Peken. Eine hüben, eine drüben. Ja, und ab über Nacht. Und morgen in der Früh hole ich ihn wieder raus und hänge ihn rein in den Keller. Und das mache ich 4 Tage lang. 4 Tage lang a 12 Stunden räuchern und 4 Tage lang a 12 Stunden im Keller ausruhen lassen. Ja, die zweite ruhige Nacht von meinem Peken. Ihr seht schon, ich habe da ein wenig Feuer gemacht. Ja, ist ja ein wenig später geworden fürs Filmen. Der ist jetzt da schon drin. Der wird jetzt wieder 12 Stunden geräuchert. Mein Schweinebauch, mein Peken. Und dann, ja, morgen früh darf er wieder 12 Stunden. Ab morgen früh darf er wieder 12 Stunden ruhen. Ja, freilich, hier ruht sich immer der Peken, der Schweinebauch aus. Nach der zweiten Nacht genießt er hier noch die Ruhe, bevor es dann wieder hinaus zum Räuchern geht. Ja, ich bin gerade dabei, die dritte Räuchernacht vorzubereiten und fülle meine Räucherschnecke den Sparbrand wieder auf. Denn dies muss ja weitergehen. Die dritte Räuchernacht beginnt. Ja. Und es fängt auch wieder leichtes Schneien an. Da macht das Räuchern noch viel mehr Spaß. Ja, ihr seht schon, es räuchelt vor sich hin. Die Räucherschnecke ist angezündet. Der letzte Räuchergang steht bevor. Die vierte Nacht beginnt. Ich hänge den jetzt rein und morgen ist er fertig. Natürlich hänge ich den dann noch im Keller ab. Ob ich das zeige ich euch dann schon auch noch, gell? Jetzt wird erst noch einmal 12 Stunden circa geräuchert. Es hat natürlich herrlich über Nacht geschneit. Da macht das Räuchern und das Seidlerbier trinken natürlich noch viel mehr Spaß. Ja, da hängt er nun noch 4 Tage, also noch 4 Nächte räuchern. Ja, da hängt er. Und wie lang das man da hängen lässt, ja, das muss man dann entscheiden, wie fest oder wie weich das man da will. Man kann natürlich auch gleich verputzen, das ist überhaupt kein Problem, denn der ist fertig. Aber ich lasse ihn in der Regel so 3 bis 4 Tage auf jeden Fall noch ein Räuchern, noch einmal hier im Keller abhängen und dann hau ich ihn rein. Und bis dann so ein wunderschönes Stück Fleisch fertig ist, vergehen doch fast 6 Wochen. 6 Wochen. 4 Wochen lang war er gebügelt und gewürzt, im Kühlschrank eingelagert. Dann ja 2 Tage vorgebrennt, im Keller abgehangen. 4 Tage geräuchert. Und jetzt noch einmal 4 Tage lang im Keller abgehangen. Denn ja, einen davon hänge ich wieder in meinen Keller. Der kann ruhig da noch eine Zeit lang hängen. Den anderen, den schneiden wir jetzt einmal an und probieren ihn aus. Richtig, richtig lecker ist der geworden. Ich zeige euch einmal das wunderschöne Stück. Schaut einmal. Und was man da damit, alles machen kann. Selbst geräucherter Peken zu Hause ist doch das Beste. Ich habe euch alles unten genau beschrieben. Also ich habe versucht, alles genau zu beschreiben. Auch in meinem Video. Schaut euch das einmal an, wenn ihr wollt. Und macht es vielleicht zu Hause nach. Wird eigentlich gar nicht so schwer. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Und es schmeckt. Es schmeckt so geil. 6 Wochen
Und dann habt ihr es. Ich sage jetzt tschüss. So ist es immer noch am Video. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich schicke euch noch ein paar leckere Bilder. Servus. Euer Holger.